Josua stoppt die Sonne, eines der größten Wunder der Bibel. Als die Zeit stillstand, Nase entdeckt den verlorenen Tag und das Leben von König Hiskia, wie Gott die Zeit verkürzt und verlängert. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute mal mit einem interessanten Thema beschäftigen wollen, nämlich mit dem Wunder von Josua, der ja dafür bekannt ist, unter anderem die Sonne zum Stillstand zu bringen. Und das soll laut einigen Berichten auch die NASA inzwischen bewiesen haben. Man kann diesen Artikeln Glauben schenken oder auch nicht. Fakt ist, dass wir der Bibel Glauben schenken, deswegen brauchen wir auch nicht die NASA oder irgendwelche anderen Wissenschaftler dazu, um an das zu glauben, was in der Bibel steht. Aber ich dachte mir, ich teile folgenden Bericht einmal mit euch. Wir fangen zunächst mal an in einem Artikel von creation.com, da heißt es: Wissenschaftler der NASA zeichneten die Positionen von Sonne, Mond und anderen Planeten in 100 und 1000 Jahren auf, um die Flugbahnen von Raumfahrzeugen zu berechnen. Die Computer hatten entdeckt, dass ein Tag in der Zeit fehlte. Die Ingenieure überarbeiteten dann die Daten, die in die Computer eingespeist wurden, und fügten den verlorenen Tag von Josua hinzu, und die Computer surrten perfekt vor sich hin. Fast. Die Computer blieben wieder stehen, weil sie einen ganzen Tag nicht entdeckt hatten. Irgendwas fehlte noch. Der Wissenschaftler schlug erneut vor, was die Antwort auf dieses Rätsel sein könnte, und zwar erneut in die Bibel zu schauen, deswegen heißt es in diesem Artikel auch weiter. Er erinnerte sich an etwas anderes, das ihm beigebracht worden war. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, heißt es im biblischen Bericht, dass König Hiskia, als ihm eine Heilung von seiner Krankheit und damit ein längeres Leben versprochen wurde, ein Zeichen von Gott erbeten hatte. Der Text weist darauf hin, dass Gott die Sonne um 10 Grad rückwärts bewegen ließ. 10 Grad, so der Wissenschaftler, wären genau 40 Minuten und das bot den gesamten 24-Stunden-Tag, den die Computer brauchten. Die Bibel hatte die ganze Zeit die Antwort. Ob man jetzt an diesen Bericht der NASA glauben möchte und an das, was der Wissenschaftler so sagte, das spielt für uns Christen, wie gesagt, keine Rolle, denn wir brauchen keine Beweise für die Dinge, die in der Bibel stehen. Umso schöner ist es, wenn es Beweise dafür gibt. Letztendlich, spätestens wenn der Herr und König Jesus Christus zurückkehrt, werden auch die anderen Menschen, die noch nicht gläubig sind, keine Beweise mehr fordern. Weil wer wird noch an Jesus zweifeln, wenn Jesus auf dieser Erde zurückgekehrt ist? Aber wir wollen uns das Ganze auch nochmal anhand der Bibel anschauen. Wir schauen dazu erstmal ins Buch Josua, eines der größten Wunder der Bibel überhaupt, der Nachfolger von Moses. Schauen wir mal, was er mit Gottes Hilfe getan hat. In Josua 10, Vers 12 heißt es: Da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab, und sprach in Gegenwart Israels: Sonne, stehe still in Gibeon, und du Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? Das ist ein Buch, das wie das Buch hier noch in der Bibel zitiert wird, aber nicht zum Kanon der Bibel gehört. Das scheint ein verlorenes, verschwundenes Buch zu sein. So blieb jedenfalls die Sonne mitten am Tag stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Der verlorene Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel, und Josua zog wieder ins Lager nach Gilgal und ganz Israel mit ihm. Das ist in der Tat eines der größten Wunder der Bibel. Laut Bibel selbst, als die Sonne und der Mond stillgestanden sind für fast einen ganzen Tag. Aber wir haben ja noch vorhin im Bericht gelesen, dass auch im zweiten Buch der Könige etwas geschrieben steht dazu. Das schauen wir uns auch noch an. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, Vers 8 heißt es:
Hiskia aber sprach zu Jesaja: Welches ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Hier auch schon mal abgesehen davon ein Zeichen am dritten Tag. Und was geschah am dritten Tag? Der Herr kam zum Beispiel auf den Berg Sinai am dritten Tag, Jesus ist am dritten Tag auferstanden und so weiter und so fort. Da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Jedenfalls Jesaja sprach: Dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Soll der Schatten der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder 10 Stufen zurückkehren? Hiskia sprach: Es ist ein leichtes, dass der Schatten 10 Stufen abwärts geht. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen zurückgehen. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und er ließ an der Sonnenuhr des Ahas den Schatten, der abwärts gegangen war, 10 Stufen zurückgehen. Ja, eine Reise in die Vergangenheit, zurück in die Zukunft, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Also die Bibel sagt auf jeden Fall auch genau das, was anscheinend die NASA beweisen oder bewiesen haben will. Wie gesagt, ob man diesen Berichten der NASA Glauben schenken möchte oder nicht, ist das eine. Was wir als Christen tun, ist, dass wir den Berichten der Bibel Glauben schenken. Und das, was hier im zweiten Buch der Könige geschrieben steht, das finden wir auch nochmal im Buch Jesaja selbst wieder. Da heißt es ebenfalls in Kapitel 38 ab Vers 8: Siehe, ich lasse den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas um 10 Stufen zurückkehren, nämlich um so viel, wie die Sonne ihn bereits an der Sonnenuhr hatte abwärts gehen lassen. So ging die Sonne an der Sonnenuhr um 10 Stufen zurück, die sie abwärts gegangen war. Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war. Und König Hiskia war ein König, der laut Bibel den Geboten Gottes treu gewesen ist. Und wir wissen, was die Bibel sagt: Wer die Gebote Gottes hält, der lebt länger und lebt gesünder. Und das hat sich hier bei Hiskia auch bestätigt, denn er bekam ja schließlich auch mehrere Jahre dazu geschenkt. Aber bevor wir uns diese Stelle auch nochmal anschauen, wollen wir uns nochmal anschauen, dass tatsächlich die Sonne und der Mond mit der Zeitrechnung in Verbindung stehen. In Genesis 1, Vers 14 heißt es: Und Gott sprach, es solle nicht der an der Himmelsausdehnung sein, nämlich Mond und Sonne, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre. Wenn also die Sonne und der Mond sich bewegen, dann kann man damit oder soll man damit auch die Zeiten, die Tage und Jahre bestimmen. Wenn jetzt aber die Sonne und der Mond stillsteht, wie es bei Josua der Fall war, dann könnte man sagen, bleibt auch die Zeit stehen. Nicht so wie in einem Film, den man mit dem Videorekorder sich zum Beispiel früher angeschaut hat, dann drückt man auf Pause und dass die Zeit stehen bleibt, in dem Sinne auf der Erde. Aber biblisch betrachtet, himmlisch betrachtet, ist die Zeit stehen geblieben, auch wenn das Leben natürlich weiterging auf der Erde. Wir schauen uns nochmal an, was Jesus sagte, denn er sprach ja auch davon, dass die Zeit am Ende der Tage verkürzt wird. In Matthäus und in Markus, da heißt es in Kapitel 24, 22 und in Kapitel 13, Vers 20: Und wenn jene Tage der Drangsal nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das wird auch in Markus berichtet. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Was das mit der Verkürzung der Tage zu bedeuten hat, da gibt es mehr verschiedene Auslegungen, eben auch wieder, dass Sonne und Mond stehen bleiben, die Zeit sozusagen mehr oder weniger stillsteht. Und wir haben ja auch Verse von Jesus, wo Jesus sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das könnte dafür sprechen. Aber es gibt auch die Auslegung, wir wissen, von Adam bis zur Rückkehr des Messias sind 6000 Jahre und dass Jesus vor den 6000 Jahren wiederkommt, weil sonst kein Fleisch am Leben bleiben würde. Und das ist auch eine Auslegung von vielen Auslegungen, aber dass die Tage verkürzt werden, das ist laut Jesus eine Tatsache.
Aber Tage können nicht verkürzt werden, sondern sie können auch verlängert werden, wenn es um das irdische Leben eines Menschen geht. Das geschah nämlich in der Tat bei König Hiskia, der auch den Geboten Gottes treu gewesen ist. Da heißt es im 2. Buch Könige, Kapitel 20, Abvers 1: An jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen, und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Und so hat Hiskia dann 15 Jahre länger leben dürfen, als es vor dem Gebet sozusagen geplant war, wenn man das so sagen mag. Und da sehen wir auf jeden Fall, Hiskia wusste dann letztendlich, wann er sterben würde, denn er wusste, er hat 15 Jahre noch hinzubekommen, und Gott ist natürlich sehr präzise und genau. Und da sehen wir, wie Gott das Leben eines Menschen verlängern kann oder auch verkürzen kann. Das haben wir ja zum Beispiel gesehen, jetzt auch im Iran, als der iranische Präsident und sein Außenminister mit dem Helikopter abgestürzt sind. Aber so können Tage verkürzt werden, so können Tage verlängert werden, so kann die Sonne und der Mond stillstehen, wenn es der Wille Gottes ist. Und da sehen wir in der Tat eines der größten Wunder der Bibel, ausgeführt mit Gottes Hilfe durch Josua, dem Nachfolger von Moses, was die NASA angeblich auch bestätigt hat. Aber wie gesagt, als Christen brauchen wir keine Bestätigung. Wir glauben der Bibel auch so. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal und meine Arbeit. Vielen herzlichen Dank auch dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der wahre König der Könige, der Richter der Welt, der Friedefürst, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.